Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder da seid hier bei Optionsstrategien TV. Und nachdem wir uns in den letzten Videos ja viel mit Short Puts beschäftigt haben, schauen wir uns heute also mal die Gegenseite an, nämlich die Short Calls. Short Calls, man denkt jetzt vielleicht, naja, das ist ja im Grunde genommen alles, was wir bei den Short Puts besprochen haben, nur um 180 Grad gedreht. Und bei der oberflächlichen Betrachtung ist es auch so, aber es gibt schon ein paar Feinheiten, die es dabei zu beachten gilt. Und wir fangen heute mal an mit den Short Puts auf Future Optionen. So, als erstes natürlich wieder das P&L-Diagramm. Das P&L-Diagramm, vielleicht nervt es den einen oder anderen schon, ich finde es aber ganz wichtig, gerade wenn man anfängt, dass man sich diese Diagramme immer mal wieder vor Augen führt, dass man das einfach immer mal wieder zeichnet und dann geht es mit der Zeit auch wirklich in Fleisch und Blut über. Und es ist wirklich wichtig, dass man die versteht, damit man einfach versteht, was mache ich denn da überhaupt, wo liegen denn meine Chancen, wo liegen denn meine Risiken. Also, nehmen wir an, wir verkaufen also einen Call in einem Future. So einen Call oder auf einen Future. Wir verkaufen natürlich, wir sprechen hier wieder über Out-of-the-Money-Optionen. Alles, was wir hier besprechen, geht ja immer um diese Generierung von regelmäßigen Einkommen. Das heißt also, es gibt ja, man kann mit Optionen alles Mögliche machen, absichern, hedgen und so weiter. Wir wollen Prämie verkaufen, um regelmäßig Geld einzunehmen. So, jetzt verkaufen wir also einen Call, sagen wir am Strike von 100 und wir bekommen für den, ja, sagen wir mal, $100 Prämie. Ne? Also beispielsweise einen Markt, der jetzt nicht so teuer ist, ein Getreidemarkt beispielsweise oder so etwas wie Zucker, da bekommt man in der Regel nicht so die ganz großen Prämien, aber naja, gut, $100 sind $100. Wie schaut jetzt das P&L-Diagramm aus? Also, wir verkaufen also den 100er Strike und bekommen $100. So, und jetzt haben wir ja bei den Puts, und deswegen mache ich das jetzt mal nur so ein bisschen angedeutet, haben wir das ja immer so hier gemacht, ne? Sind wir hier immer nach rechts gegangen. Bei den Short Calls ist es natürlich genau umgekehrt. Das heißt also, wenn wir einen Short Call haben, wir haben hier den Preis eines Underlyings und wir verkaufen jetzt hier einen Call. Was wollen wir dann? Wie soll sich der Preis entwickeln? Optimalerweise natürlich nach unten. Es ist auch okay, wenn er seitwärts läuft. Er darf auch ein wenig steigen. Was er nicht machen sollte, ist schnell und stark steigen, weil dann kriegen wir Probleme. So, und das heißt also, wir können jetzt mit unserer Linie nicht nach rechts gehen in die steigenden Preise hinein, sondern wir verdienen nur Geld, wenn es nach unten geht. Also wenn der Preis fällt. Das heißt also, so sieht das Ganze aus. So, und jetzt angenommen, wir haben hier $100 verdient, dann können wir eben wieder unseren Break-Even berechnen. Der wird also dann etwas oberhalb von 100 stehen. Also das heißt, wenn wir jetzt hier sind, hier wäre dann unser Break-Even am Verfallstag. Alles, was dann darüber wäre, würden wir Geld verlieren. Also es geht dann irgendwo hier runter. So, und jetzt gibt es einen kleinen Unterschied zu den Short Puts, aber einen entscheidenden Unterschied, wobei es nur ein Unterschied in der Theorie ist, in der Praxis wahrscheinlich eher nicht. Denn wo ist das theoretisch maximale Risiko bei einem Short Call? Und wenn ihr danach lest, wenn ihr euch das Ganze durchdenkt, werdet ihr feststellen, das Risiko ist theoretisch unbegrenzt, weil der Preis könnte ja nicht nur hier auf 102 oder 105 steigen, der könnte ja ins Unendliche steigen, theoretisch. Und damit könnten wir natürlich auch einen unendlich großen Verlust einfahren. Jetzt müssen wir natürlich realistisch sein. Wir wissen, also hier, ne, geht dann der Verlust los. So, und der kann also theoretisch, ich glaube, so hier zeichnet man das ja, ne, der kann theoretisch unendlich sein. Aber wir müssen natürlich realistisch sein. Stellen wir uns vor, wir hätten hier einen Rohstoff, einen Call bei Öl verkauft. Einen 100er Call. Und natürlich kann Öl sehr weit darüber laufen. Jeder Rohstoff kann sehr weit darüber laufen. Aber er wird eben nicht ins Unendliche steigen. Nichtsdestotrotz kann dieser Verlust hier substanziell groß sein. Deutlich größer als die Prämieneinnahme. Wir hatten hier gesagt, wir bekommen $100 Prämie. Also der Verlust kann also wirklich substanziell sein.
Und deswegen muss man da natürlich aufpassen. Aber das ist bei allen Optionsverkäufen so, dass die Verluste tendenziell immer deutlich höher sein können als die Gewinne. Und deswegen, ich wiederhole mich da gern, wichtig: Positionsgrößenmanagement, Risikomanagement. So, was muss man jetzt ansonsten bei den Short Calls noch beachten? Bei Future Optionen gibt es eine Besonderheit. Wenn wir dann im nächsten Video über Short Calls bei Aktienoptionen sprechen, da werden wir feststellen, dass die Prämien bei den Puts und bei den Calls unterschiedlich sind. Bei Future Optionen ist das nicht so. Das heißt, wir haben durchaus die Chance, für eine Call-Option genauso viel Geld zu verdienen wie mit einer Put-Option. Und das liegt einfach daran, dass in vielen Rohstoffen das Bedürfnis nach Preisabsicherung eben nicht nur auf der Unterseite gegeben ist, wie in den Aktienmärkten, sondern durchaus auch auf der Oberseite. Wir bleiben mal beim Beispiel Öl. Da gibt es natürlich ganz, ganz viele, die wollen sich gegen steigende Ölpreise absichern. Einfaches Beispiel: Fluggesellschaften. Das heißt, die haben das Bedürfnis, sich nach oben abzusichern und treiben durch ihr Bedürfnis nach ihrer Nachfrage nach Versicherung die Preise auch von Calls entsprechend mit an. Und da könnt ihr eigentlich jeden Rohstoff hernehmen, den es gibt. Es gibt immer irgendjemanden, der ein Problem mit steigenden Preisen hat. Und deswegen hat man sehr häufig, dass man sowohl für Calls als auch für die Puts auf der Unterseite nahezu gleiche Prämien bekommt. Natürlich gibt es auch da manchmal Verschiebungen, wenn sich Preise sehr stark bewegt haben. Also wenn wir beispielsweise, wir gehen mal zurück ins Jahr 2011, der Goldpreis explodiert auf ein neues Hoch, roundabout 1900 Dollar pro Unze, da waren Calls sehr viel teurer als Puts. Oder jetzt aktuell im ersten Halbjahr, im letzten Quartal des Jahres 2014, im ersten Quartal 2015, der Ölpreis bricht dramatisch ein, deswegen Puts viel teurer als Calls. Aber grundsätzlich sehen wir sehr häufig die Situation, dass Call-Optionen gleich kosten wie Put-Optionen. Was machen wir bei der Auswahl der Optionen? Welche Optionen wollen wir hier bei Calls, bei Future-Optionen wieder verkaufen? Und da gibt es eigentlich keine Unterschiede zu den Puts, nämlich auch hier wollen wir natürlich als allererstes wieder in eine hohe IVR hineinverkaufen. Größer gleich 40. Das heißt, wir verkaufen nur in hohe Volatilitäten. Und das bedeutet natürlich auch mal wieder aus der Praxis, wenn ein Preis extrem stark eingebrochen ist, dann werden wir wahrscheinlich auf der Oberseite nicht allzu viel bekommen. Oder wenn ein Preis sehr, sehr lange seitwärts gelaufen ist, dann werden wir sowohl für die Calls als auch für die Puts nichts bekommen. Das heißt, wir müssen hohe Prämien sehen. Und die sehen wir nur, wenn die implizite Volatilität entsprechend angestiegen ist. Als nächstes, was machen wir wieder von den Restlaufzeiten? Auch hier genau das gleiche wie bei den Put-Optionen, bei Future-Optionen zwischen 60 und 120 Tagen Restlaufzeit. Und als letztes noch die Frage, wo platzieren wir unsere entsprechenden Strikes, also welche Optionen wollen wir verkaufen? Und da machen wir es genauso wie mit den Puts, also wir verkaufen Deltas circa von 10, also das heißt dann von 0,10. Wie gesagt, auch hier jetzt nicht mit dem Millimetermaß messen, also ein Delta von 9 ist genauso okay wie ein Delta von 12 oder auch mal 13. Das sollte man jetzt nicht zu genau nehmen, aber man sollte schon sagen, okay, ich versuche immer bei allen meinen Trades, um auch eine gewisse Systematik hineinzubekommen, versuche ich natürlich immer an etwa demselben Delta zu verkaufen, weil wir wissen, das Delta sagt ja auch etwas nicht nur darüber aus, wie schnell sich die Option bewegt, sondern auch wie groß die Wahrscheinlichkeit ist, dass der Preis am Verfallstag im Geld sein wird. Und mit einer 10er Option heißt das ja, wir haben eine 10%ige Wahrscheinlichkeit, dass die Option am Ende im Geld sein wird, beziehungsweise eine 90%ige Wahrscheinlichkeit, dass unsere Option, die wir verkaufen, wertlos verfallen wird. So, und deswegen also immer versuchen, so ungefähr um das gleiche Delta herum zu verkaufen. Also nicht, dass man mal hergehen und sagt, ich verkaufe jetzt einmal Delta 5 und einmal Delta 25, weil das bringt das ganze Depot durcheinander. Und deswegen sollte man immer versuchen, das in jeder Position, egal welche man hat, relativ gleich zu gestalten. Wie gesagt, wir sprechen über Future-Optionen, bei Aktienoptionen ist das noch ein bisschen was anderes. So, jetzt habe ich es schon gesagt, bei Aktienoptionen ist was anderes, darum geht es dann im nächsten Video und da sehen wir uns dann wieder. Bis dahin, passt auf euer Geld auf, bis zum nächsten Mal, Servus, macht's gut.